Omar ruderte insgesamt 50 Kilometer in den letzten 5 Tagen. Also 50 Kilometer in 5 Tagen. Er ruderte jeden Tag gleich weit. Wie viele Kilometer ruderte Omar jeden Tag? So, wie rechnen wir das jetzt aus? Wir stellen uns jetzt mal vor, das hier ist die Strecke, die er insgesamt gerudert ist. Das ist diese Strecke hier. Und wir wissen ja auch, dass diese Strecke, wie weit die ist, nämlich 50 Kilometer. So, das ist also diese Strecke hier, von hier bis hier. Und die hat 50 Kilometer. Wie rechnen wir jetzt aus, wie viel er jeden Tag gerudert ist? Na gut, also wir stellen uns jetzt vor, er ist jeden Tag gleich viel gerudert und sind insgesamt 5 Tage. Und jetzt teilen wir diese gesamte Strecke einfach mal in 5 Teile auf. Eins, zwei, drei ungefähr, vier, fünf. Also eins, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag. Und was wir jetzt letztendlich wissen wollen, ist sozusagen, wie viel ist diese erste Strecke hier? Also wie weit ist die? Das ist das, was wir wissen wollen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ich rechne. Letztendlich habe ich 50 Kilometer, 50 Kilometer. Und ich teile das Ganze durch diese 5 Tage. Und was kommt dabei raus? 10. Die Antwort ist, Oma ist jeden Tag 10 Kilometer gerudert.